So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. In der letzten Folge sind wir in diese Höhle gegangen, um sie zu durchqueren, um zur nächsten Stadt zu kommen. In der Höhle haben wir ein Item gefunden, mit dem wir Oct entwickeln konnten. Zu einem Kramchef, auf Englisch auch Honchcrow genannt, wenn ich mich nicht irre. Er hat einen ziemlich interessanten Ruf drauf. Und er ist stärker geworden. Hooray, was bei einer Entwicklung eigentlich auch erwartet wird. Und nun muss ich mich irgendwie durchwuseln. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich lang gehen muss und wo nicht. Hier bin ich zum Beispiel falsch. Es kann gut passieren, dass wir in dieser Folge überhaupt nichts anderes machen, als in dieser Höhle rumhängen. Genauso wie in der letzten Folge. Das Problem ist auch, dass die ganzen Pokémon hinter uns alle vom Level her höher sind als wir. Bedeutet, ich bin darauf angewiesen, dass wir die ganzen Pokémon irgendwie besiegen. Denn der Schutz wirkt nicht bei Pokémon, die ein höheres Level haben. Das ist eine sehr ungünstige Kombination. Ah, vielleicht trainieren wir einfach Puri dadurch noch ein bisschen. Mal schauen. Das ist richtig, das ist richtig, da ist jemand. Er möchte bestimmt nicht kämpfen mit uns. Wir setzen dafür mal Sinmas kurz nach vorne. Und dann schauen wir mal. Hey, ha. Er ist ja sehr gesprächig. Super Nerd Marcus mit einem Pokémon und einem Slowbro. Level 39. Perfekt für Sinmas Giga Drain. Und es macht nicht mal die Hälfte an Leben an Schaden. Das ist schlecht. Okay, das Slowbro erhöht seinen Angriff und seine Verteidigung, dafür senkt es seine Geschwindigkeit. Das kann mich oder braucht mich erstmal nicht interessieren. Wir greifen mal mit Kopfnuss an, um zu schauen, wie... Wow, das macht gar keinen Schaden. Keine Ahnung, was es damit erreichen will. Denn jetzt dürften wir, glaube ich, den Todesstoß versetzen. Hoffentlich. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Oh oh. Das könnte jetzt problematisch werden. Oder auch nicht. Das verstehe ich nur nicht wirklich. Deshalb, Pokémon hat jetzt dreimal diese Kombination eingesetzt, also die Fähigkeit. Dreimal seinen Angriff und seine Verteidigung gesteigert und dreimal seine Geschwindigkeit verringert. Hat ihm aber irgendwie nicht wirklich was gebracht. Und damit haben wir den ersten Kampf in dieser Folge beschritten. Gegen Super Nerd Markus. Ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht. Der Kampf war irgendwie interessant. Hallo Rihorn, Level 34. Kann ich vor dir fliehen? Das wäre schön. Oh, es hat sogar funktioniert. Moment. Das ist doch der Rückweg, oder? Das ist der Rückweg. Na, das ist falsch. Dann geh doch mal hier oben lang. Gucken, was hier ist. Nichts, eine Wand. Schön. Ich fühle mich ein bisschen ahnungslos gerade, weil ich keine Ahnung habe, wo ich durch diese Höhle wie laufen muss, damit ich an Punkt B komme, zu dem ich laufen möchte. Bin nur gerade froh, dass es mit dem Fliehen einigermaßen funktioniert. Aber ich merke schon, das wird eine Qual werden noch. Das wird definitiv eine Qual werden. Wie man vielleicht sehen kann. Und es funktioniert einfach nicht. Wir können einfach nicht fliehen. Jetzt will ich aber auch nicht mehr angreifen. Das ist total bescheuert. Danke. Gut. Wir setzen mal wieder Puri nach vorne. Denn Puri sollte noch ruhig ein bisschen leveln. Alle sind Level 34 bis auf Oct und Puri. Sobald Puri Level 34 ist, schicken wir dann mal Oct nach vorne. Ja, der Schutz ist natürlich jetzt vorbei. Der brachte mir auch so unglaublich viel. Medicham. Level 37. Die Pokémon hier sind alle stärker als ich. Und das macht ein bisschen Angst. Spark. Pff,
Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. So vom Gefühl her. Oh wow, das macht keinen Schaden. Surfer. Es versucht, meine Statusänderung zu kopieren, aber ich habe keine Statusänderung. Von daher ist der Angriff recht sinnfrei. Surfer macht definitiv mehr Schaden. Aber wir haben jetzt keinen Surfer mehr. Dem scheint irgendwie langweilig zu sein, gefühlt, bei dem, was er gerade macht. Meinetwegen, mach ruhig weiter damit. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Weil der nächste Angriff gehört dann auch mir. Wiedersehen. Sehr merkwürdiges Pokémon. Zumindest dessen Verhaltensweise war gerade sehr merkwürdig. Aber Puri stört das zum Glück recht wenig, denn die zusätzliche Erfahrung können wir gut gebrauchen. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ich muss zugeben, ich habe jetzt zwei Tage Pause gemacht von der letzten Aufnahme. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon war in der Höhle und wo nicht. Da verlässt mich mein Orientierungssinn leider. Selbst das Meryl hält einen Angriff aus. Unglaublich. Ich glaube, das war einer unserer letzten Spark-Angriffe und danach müssten wir Puri wohl zwangsweise auswechseln. Ich habe jetzt leider nicht genau nachgeschaut, wie viel Spark wir noch haben, aber es dürfte nicht viel sein. Ach, herrje. Ich mache gleich den Schutz drauf. Weil diese Menge an Angriffen ist doch dezent nervig. 4 Angriffe haben wir noch. Da aktiviert sich das Item, wodurch wir den Erstangriff kriegen. Schön. Es zieht sogar die Hälfte der Leben ab. Und es paralysiert den Gegner. Das ist schön und wir werden hypnotisiert. Ach herrje. Bis wir durch diese Höhle durchkommen, wird es noch sehr lange dauern, glaube ich. Ich glaube, das dauert noch sehr, sehr lange. Gerade wenn unser Pokémon einfach mal schlafen möchte. Und sich einfach mal strikt weigert aufzuwachen. Huri, komm schon, wach auf. Austauschen können wir jetzt auch nicht mehr. Huri. Geht doch. Hat auch lange genug gedauert. Und hoffentlich besiegst du das Golbat jetzt. Danke. Ich glaube, wir laufen gerade tatsächlich im Kreis. Ich meine, ich war hier schon in der letzten Folge, wo ich gerade bin. Ja, schön, hier ist nämlich nichts. Ah, okay, wir gehen mal kurz hier unten lang. Ich glaube, das ist der Rückweg, doch. Oh, ein Lunastein. Ich glaube, das ist vom Typ Stein-Psycho. Deswegen lohnt es sich eigentlich jetzt nicht drinnen zu bleiben mit Furi, weil wir keine Wasserattacken mehr haben. Wechseln wir auf Sayaska. Hoffen mal, das klappt. Okay. Das ist kein Psycho-Pokémon scheinbar. Oder es kann diese Attacke auch ohne Psychotyp. Ich hätte jetzt trotzdem geschätzt, dass es das Psycho-Pokémon ist. Und ich lag richtig. Allerdings wird mir jetzt Sayaska wahrscheinlich draufgehen. Oder auch nicht. Kein Problem. Er hat Embargo eingesetzt. Selber schuld. Hätte er weiter angegriffen, hätte er Sayaska besiegt. Tat er nicht. Von daher, Pech gehabt. Und ich frage mich immer noch, wo ich lang muss. Das ist doch der Rückweg, oder? Ja, das ist der Rückweg. Gut, wir machen das jetzt mal anders. Wir haben noch 2 Super Rappel. Nutzen wir mal. Da haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. Nicht viel, aber ein bisschen. Weil ich habe null Plan, wo ich lang muss. Hallo, Geo, Rock. Und ich muss irgendwas einsetzen, was gegen dich effektiv ist. KB. KB ist gut geeignet. Frage ist immer noch. Wo muss ich hin?
Was ist das für ein Angriff? Interessanter Angriff. Iron Head. Ich finde es immer noch interessant, dass Stahl effektiv gegen Stein ist. Aber ich nehme das gerne hin. Und ich habe jetzt irgendwie nichts Interessantes zu erzählen, weil ich hier die ganze Zeit in der Höhle rumlaufe. Wenn ich in dieser Folge auch nicht aus der Höhle rauskomme, gucke ich vielleicht sogar mal im Internet nach, wo ich lang gehen müsste. Weil das geht ja gar nicht. Und wir nehmen Puri mal von der Spitze weg, oder? Nehmen wir Puri von der Spitze weg. Wir tauschen mal aus gegen Okt. Okay. Okt hat irgendwas Interessantes gefunden, gemacht, was auch immer. Als kleiner Begleiter sieht Okt irgendwie ganz lustig aus. Ich bin jetzt aber mal sehr viel gespannter darauf, was Okt anrichten kann gegen das Georock. Mit Assurance. Oh, okay, das war ein... Wirklich. Nein, Vranja, du kannst nicht vorne bleiben. So. Ich wusste nicht, dass Georock selbst Zerstörung kann. Das ist mir neu. Das war mir sehr neu. Gut, ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir haben hier noch KB vorne. Der sollte auch einiges aushalten, hoffentlich. Und dank seiner Steinattacke auch sogar effektiv sein. Das ist eine Animation, die ich noch nie gesehen habe. Aber ich wusste nicht, dass Stärke so gut Schaden macht. Gefällt mir. Gefällt mir ziemlich. Ich weiß gar nicht, wann KB sich nochmal entwickelt. Er fehlt ja nicht noch eine Stufe. Er ist, glaube ich, auch das letzte Puppen in unserem Team, was sich noch entwickeln muss. Ich glaube, alle anderen sind durch. Ich glaube tatsächlich, alle anderen sind durch. Moment. Ja. Alle anderen sind fertig entwickelt. Es fehlt tatsächlich nur noch KB. So, gucken wir doch mal hier oben lang. Habe ich irgendein Pokémon-Team, was eine Fähigkeit hat, dass ich häufiger auf andere Pokémon treffe? Weil es ist extrem nervig. War das früher schon immer so? Ich weiß es nicht, aber es stört. Es stört ziemlich. Ich will einfach nur in Ruhe hier durch. Lasst mich alle in Ruhe, bitte. Und KB scheint doch recht schnell zu leveln, zumindest bei diesen Gegnern hier. Erreicht gleich Level 35, dann haben wir vielleicht sogar ein bisschen Ruhe. Vielleicht haben wir dann sogar ein bisschen Ruhe. Wer weiß. Hallo, Rihorn. Ich glaube, KB nach vorne zu schicken, ist schon das Beste, was ich hier machen konnte. Er macht wenigstens gut Schaden. Und diese Attacke verbraucht einfach nur Zeit. Die ist nicht mal stark, die braucht einfach nur Zeit, um irgendwas zu machen. Und trifft natürlich fünfmal. Genau. Auf Wiedersehen, Rihorn, und damit dürfte KB Level 35 gleich erreichen. Yep. Ich schätze mal, er entwickelt sich so Level 40 aufwärts. Dauert zwar noch ziemlich lange, aber was soll's. Oh, ein Nugget. Wie schön. Bringt mir nur nichts. Okay, da geht's nicht lang. Ich gebe Gaby mal eben den Supertrank, weil die brauchen wir bald sowieso nicht mehr. Von daher kann ich sie jetzt auch verbrauchen. Wir haben sowieso nur noch drei. So. Und nun heißt es weitersuchen. Wahrscheinlich laufe ich total falsch. Wahrscheinlich laufe ich tatsächlich total falsch in irgendeine falsche Richtung. Ich könnte es mir gut vorstellen.
Das kann ich echt nicht gebrauchen. Ich hoffe mal, wir müssen nicht allzu viele Höhlen durchqueren in diesem Spiel. Weil sonst, keine Ahnung, muss ich vorher trainieren. Definitiv, weil ich habe keine Lust auf solche Pokémon-Mengen. Baby, es wäre schön, wenn du aufwachen würdest. Ich habe nämlich keine Lust, gegen das Golbat zu kämpfen. Oder noch länger warten zu müssen. Ich könnte auch einfach beschleunigen, das wäre noch ein bisschen schneller, aber... Ich habe da langsam keine Worte mehr für, glaube ich. Schade, dass KB so langsam ist. Ansonsten hätte er eine einigermaßen große Chance. Okay, das mit dem Fliegen können wir jetzt auch schon mal vergessen. Das ist schön. Vor allem dieses Pokémon kann nichts. Baby. Boah. Sowas ist einfach nur nervig. Und das macht keinen Spaß. Das macht definitiv keinen Spaß, einfach nur gegen ein Pokémon zu kämpfen, was sich nicht besiegen lassen will, weil es ständig deine eigenen Pokémon hypnotisiert. Und mit Attacken angreift, die sich wie Wattebällchen anfühlen. Danke, KB, dass du auch mal angreifst. Wurde auch Zeit. Dass wir den Schaden anrichten, üben wir nochmal. So, jetzt greif an. Greif an. Greif an. Danke. Meine Güte. Man muss es einem nicht unbedingt noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. So, kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Ja, KB, ich weiß, du bist ein bisschen angeschlagen. Mir schon bewusst. Ich komme von oben. Oder nicht? Bin ich gerade beschnitten? Nee. Hä? Ich habe echt das Gefühl, mir fehlt eine Fähigkeit. Mir muss irgendeine Fähigkeit fehlen, weil ich kann nicht diese steinigen Wände hinauf und hinab. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, glaube ich. Und ich weiß noch nicht genau was. Was ist falsch? Weil ich habe so die Vermutung, dass ich noch eine weitere VM haben müsste, die ich noch nicht habe. Und das wäre schlecht, weil ich wüsste nicht, wo ich die herbekommen sollte. Vielleicht nutze ich auch einfach das Fluchtseil nachher noch, um aus der Höhle rauszukommen, damit wir uns in Ruhe heilen können. Weil das geht irgendwie gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und ich laufe hier schon wieder, glaube ich, fast 20 Minuten rum. Ohne Plan, was ich machen muss. Das ist schlimm. Ich habe das Gefühl, ich habe die gesamte Folge über nur gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Ja, Repel ist auch vorbei. Da unten geht es nicht weiter, das haben wir auch schon festgestellt. Ich würde gerade gerne mal eine Karte hiervon sehen. Da geht es nicht lang. Und das ist der Ausgang, glaube ich. Ich glaube, du kannst Kampfattacken, deswegen hau ich auch immer ab. Theoretisch könntest du Kampfattacken, deswegen würde ich gerne abhauen. Danke. Da ist ein Ausgang. Gehen wir mal hier lang. Irgendwas muss da oben ja sein. Hoffentlich. Ich habe keine Lust mehr auf Golbat. Ich kann es nicht mehr sehen. Lass mich in Ruhe. Golbat sagt nein.
Warum? Ich mach doch nichts, ich will nur hier durch. KB, warum? Ich will nur hier durch. Das ist einfach nur schlimm gerade, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Ich glaube, die Folge wird auch heißen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriege ich ja spontan noch eine Antwort, wobei ich hätte eigentlich vor, direkt im Anschluss noch eine aufzunehmen. Aber wenn das so katastrophal läuft wie jetzt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So, Leiter. Mount Morta. Ja, da bin ich. Ich bin auf Mount Morta. Und hier geht's nicht weiter. Ja, was ist denn das? Hier ist nix. Ja, und nun? Was soll ich denn da oben? Surf einsetzen kann ich auch nicht, weil wir nicht ans Wasser rankommen. Vielleicht merken wir es, aber ich bin gerade etwas ratlos. Ich glaube, ich gucke mir einfach online irgendeine Karte von diesem blöden Berg an. Weil ich sehe sonst langsam keine Chance mehr, hier irgendwie rauszukommen innerhalb der nächsten 2 Stunden. Abgesehen davon durch den Eingang. Aber da will ich ja nicht hin, ich will zum Ausgang. Das kann ja nicht angehen, dass er so schwer zu finden ist. Irgendwas muss ich falsch machen. Und ich weiß immer noch nicht genau was. Und das frustriert mich gerade so ein bisschen. Weil durch so einen Berg durchzukommen war früher auch nicht schwer. Und da ist man blind durch irgendwelche Höhlen gegangen. In Pokémon Blau, Rot und Gelb. Da konnte man nämlich Blitz einsetzen, um die Höhle zu erleuchten. Und das habe ich immer ohne Blitz gemacht und da blind durchgelaufen. Das hat funktioniert. Also kann das hier auch irgendwie funktionieren. Das muss irgendwie funktionieren. Kann ja nicht angehen, dass das nicht klappt. So verwinkelt ist die Höhle ja auch nicht. Die ist einfach nur irgendwie, hat die kein Ende. Ich weiß doch nicht genau, wo ich hinkomme, wenn ich da jetzt rausgehe. Ist das der richtige Ausgang oder ist das nur eine Zwischenebene? Wir tauschen jetzt mal aus. So. Sayaska, mach das Golbert mal bitte weg. Solange du nicht zu sehr verwirrt bist von deinem Konfu-Strahl. Bitte, mach es weg. Danke. Das ist anstrengend. Ich will einfach nur durch diese blöde Höhle. So, wo komme ich hin, wenn ich da rausgehe? Sag es mir. Mount Morta. Gut, immer noch im Berg. Eine Potion für Baby. Etwas übertrieben, einen Hypertrank rauszuhauen. Aber egal. So. Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier lang gehen? Ich meine, das ist der Rückweg. Das ist doch der Rückweg nach draußen. Ich hab's geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ich bin einfach nur irgendwo hingelaufen. Boah. Wie schlimm. Wie schlimm. Okay, wir sind doch noch irgendwie aus dieser Höhle rausgekommen. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge Pokémon Storm Silver. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.